Hallo hier zurück im Küchengarten und hallo zu einem gemäßigten Februartag, an dem ich meine Gartenarbeiten, die ich jetzt im Februar mache, weiter vorantreiben will. Schon jetzt könnt ihr hier in eurem Gemüse- und Kräutergarten den Grundstock für eine erfolgreiche neue Saison legen. Und ich möchte euch gerne zeigen, welche Arbeiten ich jetzt hier im Küchengarten mache. Die erste Arbeit, die ich hier in meinem Gemüsegarten mache, seht ihr schon hinter mir. Und zwar habe ich hier den großen Rosmarin, den ich seit 4 Jahren hier wachsen habe, mit einem Wärmevlies eingepackt. Denn diese mediterranen Kräuter vertragen die Kälte, wenn es frostig wird, nicht so gut. Es sind mir schon einige Pflanzen aus diesem Grund eingegangen. Also werde ich zuerst einmal checken, ob sie es noch genug warm drunter haben, meine mediterranen Pflanzen. Und falls nicht, lege ich noch nach. Darunter hat es noch richtig gut ausgeschaut, keine Frostschäden, also tipptopp. Ich glaube, da muss ich nicht mehr machen, denn das Maximum, was wir jetzt in dieser Zeit haben, ist -4 Grad. Und für die nächste Woche haben sie auch noch Schnee angesagt, das heißt, es wird nicht so kalt. Eine Sache, worum ich mich im Februar wirklich sehr gerne kümmere, ist meine Jungpflanzenanzucht. Mit der ganz großen Aufwendigen habe ich natürlich noch nicht begonnen, das wäre viel zu früh, aber ein paar Sachen, die ich später in den geschützten Anbau, in ein Frühbeet oder mein Gewächshaus pflanzen will, sind jetzt schon in den Startlöchern. Und zwar sind das Salat, Kohlrabi, Gemüsezwiebel, Lauch, rote Beete und für das Fensterbrett Schnittlauch und Basilikum. Wir konnten von einem privaten Pferdebesitzer hier bei uns im Dorf gratis einen ganzen Anhänger voll Pferdemist abholen. Und das ist momentan meine größte Aufgabe, den nutzbringend im Garten zu verteilen. Ich habe daran lustigerweise eine riesige Freude, denn es ist natürlicher Dünger und Mulchmaterial. Die Regenwürmer lieben ihn und auch die Bodenlebewesen freuen sich darüber. Größtenteils bekommen meine mehrjährigen Pflanzen und Gehölze eine gute Ladung. Hier dünge ich gerade meine Himbeeren mit dem Pferdemist. Der braucht nämlich natürlich auch ein paar Wochen bis Monate, bis er die Nährstoffe zur Verfügung stellt, also die Bodenlebewesen müssen ihn aufspalten. Das heißt, wenn ich ihn jetzt im Februar ausbringe, dann ist im Sommer in der wichtigsten Vegetationszeit alles von den Nährstoffen vorhanden. Hier bekommt gerade meine 2-jährige Felsenbirne auch noch eine gute Portion ab. Und auch hier dieser Säulenapfelbaum in meinem Küchengarten hat rundherum eine gute Portion bekommen. Und auch meine mehrjährigen Kohlpflanzen, der ewige Kohl, der schaut jetzt etwas traurig aus. Ich hoffe, er treibt neu aus. Dann habe ich auch noch diverse Beete, in denen ich im letzten Jahr Tomaten stehen hatte. Das sind natürlich Starkzehrer, die den Boden recht ausgemergelt haben. Da habe ich momentan eine Mulchschicht aus Heu drauf. Die schiebe ich zuerst zur Seite. Und dann kommt auch eine ganze Wagenladung Pferdemist drauf. Den verteile ich dann schön. Und am Schluss kommt dann der Mulch wieder oben drüber. Und dann darf das Ganze, bis die Tomatensaison beginnt, rasten, rotten, den Boden wärmen, weil der Pferdemist natürlich während dem Verrottungsprozess Hitze freisetzt. Und bevor ich meine Tomaten dann dort pflanze, werde ich den Pferdemist schön unterheben, unterhacken in den Boden hinein. Und dann hoffe ich auf eine neuerlich tolle Tomatenernte.
Ja, und wie geht es weiter? Ich habe natürlich einige Beete, wo ich Wintergemüse stehen habe, wie hier Rosenkohl und einiges an Krautköpfen. Der Rosenkohl ist mir dieses Jahr ja nicht so gut gelungen. Da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe ihn nicht regelmäßig gedüngt oder aufgebunden und dann blieben die Röschen eher klein und unscheinbar. Den nehme ich jetzt heraus, um das Beet für die nächste Saison vorzubereiten. Ein paar der Röschen konnte ich noch in einer Gemüsepfanne verwenden. Sie waren recht klein, aber dafür zumindest komplett intakt. Die musste ich nicht putzen, nichts, nur abbrechen und in die Pfanne werfen. Ja, so viel zu meinem Wintergemüse. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Fürs nächste Jahr möchte ich einiges anders machen. Und auch dieses Beet, dieses speziell langgezogene Beet, hat für das nächste Jahr eine gute Schicht Pferdemist erhalten. Dort möchte ich ja ein Milpa-Beet anlegen, also die drei Schwestern, Mais, Stangenbohnen und Zucchini bzw. Kürbis. Das möchte ich dort versuchen. Mal schauen, wie das wird, weil dieser Bereich ist eher schattig gelegen. Damit fange ich ja auch erst im Mai an, also nach den letzten Frosttagen, und somit hat der Pferdemist wirklich schön Zeit zu verrotten und dem Boden eine gute Ladung Nährstoffe zuzuführen. Und auch andere Beete, in denen ich im letzten Jahr Starkzehrer wie Kohl, Kraut, Brokkoli, Kaffiol, also Blumenkohl hatte, werden mit einer guten Schicht Pferdemist abgemulcht und gedüngt. Im Freiland pflanzen kann man doch tatsächlich auch etwas im Februar. Und zwar sind das die dicken Bohnen. Die habe ich 12 Stunden in Wasser eingelegt, damit sie sich schön vollsaugen können. Und jetzt kommen sie in meine Beete. Vielen lieben Dank an die liebe Jana, die mir eine schöne Auswahl an verschiedensten dicken Bohnensamen geschickt hat, weil ich vergessen habe, welche in meinem Online-Samenhandel zu bestellen. Es hat mich richtig gefreut, das war super lieb von dir. Ja, ich habe hier auf diesem Beet eine Mulchschicht aus Mist und Einstreu von unseren Degus. Den schiebe ich immer zur Seite und pflanze 3 bis 4 Zentimeter tief meine Bohnensamen ein, dann kommt der Mulch wieder oben drüber. Auch wenn es jetzt noch Frost gibt, was nächste Woche bei uns schon der Fall sein soll, ist das Ganze sicher gut geschützt und die Bohnen merken selber, wann es an der Zeit ist, auszutreiben. Und zusätzlich habe ich das Beet dann noch mit einem Schutzvlies bedeckt, damit der Boden vor Frösten geschützt ist. Ich werde auch in die anderen Beete dort in diesem Bereich dicke Bohnen stecken und die dann alle auch noch abdecken. Ja, und wofür ist der Februar auch noch gut? Um neue Gartenprojekte umzusetzen. Hier seht ihr unseren Entenauslauf in unserem Vorgarten. Da haben wir so eine große, dichte Kirschlorbeerhecke, die als Sichtschutz zum Nachbarn dient, weil dahinter direkt unsere Terrasse ist. Und da kam mir die Idee, den Platz kann ich auch besser nutzen und ich möchte im nächsten Jahr viel mehr Kürbisse anpflanzen, weil wir die so gerne essen. Und welcher Platz wäre besser als direkt in einem Entenauslauf, der im gesamten Winter reichhaltig gedüngt wurde. Mit dem ganzen Pferdemist an der Hand habe ich natürlich auch gleich meine Chance wahrgenommen, um mein Frühbeet vorzubereiten.
Da habe ich hier so ein Hochbeet, da habe ich einen Kasten obendrauf, eine Haube, die kann ich wegnehmen, wie ich es brauche. Also im Sommer ist die nicht drauf. Und das ist recht abgesackt, deswegen fülle ich es jetzt großzügig mit Pferdemist auf. Das heißt, ich grabe immer eine Seite der oberen Erdschicht weg, fülle dann eine dicke Schicht Pferdemist auf und gebe dann die gute, feinkrümelige, humose Erde wieder oben drüber, sodass ca. 40 cm für die Wurzeln der Setzlinge vorhanden ist. Das Tolle ist, dass der Pferdemist ja während der Verrottung extrem Hitze freisetzt. Das heißt, wenn ich da jetzt auch noch meinen Frühbeetkasten oben drauf habe, wird diese Wärme schön verteilt und kommt den Setzlingen zugute. Hier habe ich dann auch noch einen Sack frischer Erde drüber gegeben, weil es doch mehr abgesackt war, als ich vermutet hatte. Das Ganze wird gut verteilt. Es war noch ein bisschen bröckelig aus dem Sack heraus. Deswegen habe ich das mit meinem Schrubber dann noch schön feinkrümelig geschrubbert sozusagen. Immer unter den kritischen Augen von Luki, der ist der Chef im Garten und kontrolliert immer ganz genau, ob ich alles richtig und gut mache. Hier im Hintergrund könnt ihr eine weitere Gartenarbeit für den Februar sehen. Und zwar, wenn es keine Minusgrade hat und ich im Garten arbeite, lüfte ich das Gewächshaus, damit da drinnen auch eine Zirkulation der Luft zustande kommt, sich kein Schimmel bildet, keine Schädlinge sich ansiedeln. Zurück zu meinem Frühbeet. Dort habe ich dann noch eine Wachstumsvlies drüber gegeben, weil sie ja nächste Woche Minusgrade bei uns angesagt haben, damit ich diesen frischen Boden auch von oben noch zusätzlich schütze. Denn im März möchte ich dort schon meine ersten Salate und Pak Choi und vielleicht auch schon Kohlrabi hineinsetzen, die ich jetzt herinnen ausgesät habe. Jetzt kommt dieser Frühbeetkasten aus seinem Winterquartier. Ja, und da ist mir aufgefallen, oje, der hat ein bisschen Schaden genommen. Es hatte ein recht großes Loch gegeben und das musste ich natürlich reparieren. Also habe ich mir kurzerhand mein Werkzeug geholt. Ich hatte auch noch von dieser etwas dickeren Folie übrig. Und mit meinem großen Tacker habe ich ein Stück direkt ins Holz getackert. Pi mal Daumen, ihr kennt das von mir, aber mit dem Ergebnis war ich recht zufrieden. Der Chef musste dann natürlich auch nach dem Rechten schauen, ob ich das auch ja richtig mache. Wie gesagt, er führt ein ganz strenges Regiment. Aber deswegen klappt es bei mir im Garten auch immer so gut. Zu guter Letzt kam der Kasten komplett auf das Frühbeet obendrauf. Und es wurde auch noch mit einem Stein beschwert, denn er hat keinen Verschluss, dieser Kasten, und sonst würde er mir bei zu starkem Wind einfach in die Höhe geweht werden. Ihr seht also, es gibt schon einiges zu tun. Es macht riesen Spaß. Es fühlt sich so gut an, wieder mal in der Erde zu graben, zu planen, zu träumen und sich den ganzen jetzt noch schlafenden Garten grün, satt und produktiv vorzustellen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart in meinem kleinen Küchengarten. Hoffentlich könnt ihr in euren Gärten auch schon tätig werden und vorbereiten. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit dabei und freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!